Boah, es riecht schon. Es ist ja ein Festessen. Ach du Scheiße, oha. So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein neues Video. Und zwar, ich habe es ja in meinem anderen Video schon mal angesprochen. Wir haben uns hier ein MRE bestellt. Original US Army. MRE, Meal Ready to Eat heißt das Ganze. Wir haben uns Menü 8 geholt. Meatballs und Marinara Soße. Ich zeig mal hin. Ist ganz lustig für alle, die für alle Escape from Tarkov spielen. Das ist nämlich genau das aus dem Spiel, das Menü. Und wir haben gedacht, wir wollen das mal testen, was eigentlich in so einem Menü drin ist und wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise wie gut es funktioniert, beziehungsweise wie gut es schmeckt. Und das Ganze ist gut verpackt, extrem gut verpackt, extrem dick, dass es eben auch wasserdicht ist wahrscheinlich. Wir packen es jetzt mal auf. Was? Peel Able Seal? Kann ich das aufreißen oder bin ich dafür zu schwach? Okay. RIP. Wir machen die Survival-Version, wir reißen es einfach auf und gucken wir mal, was alles hier zum Vorschein kommt. Gebt auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch. Wir haben noch eine EPA bestellt, also eine von der deutschen Bundeswehr. Wenn ihr das auch noch sehen wollt, knallt auf jeden Fall den Daumen hoch rein und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr davon haltet. So, was ist... Okay, wir gucken es mal ganz kurz durch. Das ist, glaube ich, zum Wasserreinigen. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Wir haben uns noch nicht speziell damit befasst. Carbohydrate Electrolyte B-Rich Powder Orange Natural and Artificial Flour. Also das ist ein elektrolytisches Pulver. Das kann man sich jetzt in Wasser füllen oder hier reinlegen und dann quasi verschließen, wenn ich das richtig verstehe. Fühlt sich echt nicht gesund. Also um das quasi, wenn ich das richtig verstehe, 30 Minuten muss man das quasi hier drin lassen. Das werden wir zum Video wahrscheinlich nicht machen. Und danach soll das Wasser auch gereinigt sein, was interessant ist. Also das ist quasi, lässt man das 30 Minuten hier drin und dann ist das Wasser gereinigt. Während du das alles machst, esse ich hier schon mal den Teriyaki Beefsteak. Ah, was? Nein. Also das ist schon mal ganz cool. Also was ist das jetzt zum Wasser reinigen? Das ist mit Orangengeschmack und also so ein Getränk eben, was man sich anmischen kann und es tut eben gleichzeitig das Wasser reinigen, was ziemlich interessant ist. Wusste ich gar nicht. Also kannst du Wasser aus einer Pfütze nehmen und dann tippst du das Pulver rein und hast schon nach Fanta. Ja, genau. Ja, dann mach doch mal den scheiß Beefstick auf. Teriyaki Beefstick. 110 Kalorien from Fat 70. Ach du je, okay. Sieht aus wie eine scheiß Zigarre. Beefstick. Ist natürlich klar, also es ist alles extrem gut verpackt. Es steht überall drauf, was drin ist. Und im Endeffekt ist es ja für Krisensituationen oder eben zum Überleben. Und dann ist es natürlich immer wichtig, alles zu haben. Und dann ist die Verpackung nicht aufzubekommen. Ernst jetzt? Ja, aber... Wir testen das jetzt gleich mal. Na, verhüllen tut's gut. Ich tut's gar nicht mal so. Ich hab schon schlechter ausgedacht. Ja. Das hat diesen typischen Teriyaki-Geschmack tatsächlich. Ja. Das ist im Endeffekt wie so das. Ja, so eine Art bessere Beefy. Also ja. Es schmeckt echt nicht schlecht und es schmeckt auch nicht alt und verdorben. Das ist, glaube ich, das Krasse noch dran. Was ist das?
Okay, da geben wir die Soße. Guck mal, hier sind noch hinten, ne, warte mal. Hier ist auf jeden Fall noch ein Löffel dabei. Also ein Plastiklöffel. Das müssen wir aufmachen. Ah, das war hier drüber. Cherry Blueberry Cobbler. Marinara Sauce and Meatballs. Und Pulver? Ja, das ist für Kaffee. Eine Milch, Trockenmilch quasi. Und das ist ein Tee. Instant Coffee. Instant Coffee. Ah, das, mal, ist der, das ist ja, das ja so die Milch, durch. Die Milch für den Kaffee, ja, okay. Und der Kaffee und Zucker. Das ist zum Putzen, Kaugummi, Salz. Was? Cheese spread with Jalapenos. Das sind hier Italian Breadsticks. Hol mal einen Teller. So, also wir haben jetzt gerade mal gegoogelt. Das ist ein Dessert. Das gucken wir uns nachher an. Wir brauchen jetzt einen Schluck Wasser. Wir haben schon mal ein Glas vorbereitet. Kriegt mal das Glas. Und das ist ein Backstein. Wir haben jetzt mal einen Ersatz, weil wir hier keinen Backstein haben. Den brauchen wir, damit das Wasser nachher quasi nicht rausfällt. Das ist interessant. Das ist zum Erwärmen von dem Essen, also von den Meatballs. Das kommt dann so zusammen. Und kommt dann in dieses, in diesen Packung rein, quasi. Und das soll man dann, wie lange war es? 10, 15 Minuten. Ja, 10 oder 15 Minuten quasi an dem dran lassen, um das Essen aufzuwärmen. Überlegt euch das mal. Ihr seid in der Survival Situation und habt nachher ein warmes Essen. Wie krass ist das? Und ich muss sagen, das Essen, was sich eh generell extrem lecker anhört. So, okay. Jetzt auf. Jörg, assistier mal. Guck mal hier Wasser rein. Wie viel? Bis hierhin. Also nicht wirklich viel. Das ist extrem wenig. Hier ist so ein Strich quasi. Bis hierhin muss dann das Wasser rein. Und hoffen wir jetzt mal, dass wir nichts verkleckern. Schütten wir langsam rein. Sag dann Stopp. Ist auch wichtig, steht drin, dass man nicht zu viel reintun soll. Warte mal, ich hab. Das tust du unter den Teller. Ja, genau. Oder ein bisschen rüber noch? Falls ein. Ja, reicht schon. Reicht schon? Ja. So. Das war ja nicht sonderlich viel. Das ist das Wasser hier drin, wir müssen jetzt aufpassen. Jetzt packe ich das Essen dazu. Das Ganze packen wir jetzt mal. Oh, das. Oha, das wird ja schon warm. Krasse Scheiße. Das muss jetzt hier zusammen rein. Für 10 Minuten. Zum Erwärmen. Wie krass ist das eigentlich? Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das sollen wir hier so ein bisschen schräg hinstellen. Bitte mal mental machen. Oha. What the fuck? Oh, das kocht richtig. Okay. Ich mache mal das Fenster ein bisschen auf. Also stand drauf, wenn man das im Freien macht, ist natürlich kein Problem. Wenn man es irgendwie in einem Kompanielager isst oder so und mehrere davon zubereitet, soll man das Fenster aufmachen. Ich mache jetzt mal direkt Fenster auf. Dann machst du aber richtig auf. Ja, gekippt reicht. Und das, ja, soll das jetzt riecht schon so komisch. Erwärmen, ja, das riecht schon so ein bisschen chemisch. Sonst nehmt ihr natürlich einen Backstein. Ich stelle das mal hier rüber. Ja, aufpassen, dass es nicht runterfliegt. Und jetzt machen wir hier mal weiter. Dann machst du den Timer an, oder? Ja. 10 Minuten war Zeit. Ja. So, dann gucken wir mal hier rein. Italian Breadstick. Italian Breadstick. Also irgendwie Brot oder irgendwas. Ich glaube, Fleisch, oder? Ja. One Cookie. Ja, ist ein Cookie. Oha! Boah! Voll gut, Mann! Das riecht halt so richtig nach italienischem Brot. Krass. Ich muss sagen, krass. Ein Cookie! Und wenn er direkt ein Cookie, dann riecht auch total gut. Oha! Also ich muss gerade nochmal dazu sagen, wir haben für das Menü jetzt, es gibt glaube ich 40 verschiedene Menüs, haben wir 19,95 bezahlt, plus Versandkosten. Und ich sag ganz ehrlich, wenn es irgendwann mal in eine Überlebenssituation kommt, 19,95, wenn es irgendwann in eine Überlebenssituation kommt und du hast in diesem Paket echt so viel dabei,
hast warmes Essen für den Abend, Kaffee, kannst dir Wasser reinigen, ist schon krass auf jeden Fall. So, wir haben jetzt das italienische Brot, dazu vermute ich mal diese herzhafte Soße zu essen und den schönen Fleischstück, den wir uns schon gegönnt haben. Okay, das ist... Was ist das? Boah, aber riecht geil. Das ist Käse, Jalapeno. Ja, ja, sowas. Käse, Jalapeno. Und das jetzt vermute ich mal. Bist du sicher? Oha. Bist du sicher, dass du das so zusammen essen musst? Ja. Dann gib mir wie denn sonst? Und mit hundertprozentiger Sicherheit kann man diese Packung noch mit dem anderen Essen warm machen und er hat einen richtigen Schmelzkäse. Und Käse ist wichtig zum Überleben, wegen Fettreserven. Hammer. Wichtig, das ist eine Ein-Mann-Tagesreaktion. Also ist jetzt nicht für zwei gedacht. Also denkt euch das alles, boah, schmeckt echt gut. Aber wir können es ja mal übrig lassen, wenn nachher die Hauptspeise kommt. Mhm. Hier haben wir noch den Cookie, den probieren wir nachher auch noch. Hier die Reinigungsutensilien, Kaffee, Tee, was haben wir noch? So eine leichte Schärfe, die Würze von dem Brot ist voll geil, so riecht es ein bisschen mit Kräuter. Gib mal, das Glas Wasser. Das ist das? Ja. Was ist das? Das ist das Orangen-Elektrolyt-Haushalt-auffüllende Getränk. Plus Wasserreinigung. 30 Sekunden gut umrühren, hat er gesagt. Und wenn ihr das 30 Minuten lang haltet... 30 Sekunden waren das aber nicht. Ja, wenn ihr das 30 Minuten lang in dem Mittel schwimmen lasst, habt ihr gereinigtes Wasser. Ich weiß jetzt nicht, wie gereinigtes Wasser und wie verschmutztes Wasser, aber so wie sich das gelesen hat, wenn ihr jetzt aus dem stehenden Gewässer eben bakteriell verseuchtes Wasser habt, könnt ihr das in 30 Minuten damit stehen lassen und dann ist es gereinigt. Wir haben kein dreckiges Wasser, deswegen lasse ich es jetzt mal ein paar Minuten stehen und dann probieren wir das einfach mal. Wie sieht es beim Timer aus? 16 Minuten. Okay, dann können wir uns beide nochmal einen Cheese Stick gönnen. Das lassen wir uns übrig für das Hauptgericht. Aber es schmeckt echt mega lecker, muss ich sagen. Ja, doch, ohne Scheiß. Für so eine Survival-Situation. Der ist hier. Wo du eigentlich keine Ansprüche hast. Ja. Oder haben solltest. Ist ein Dessert. Das öffnen wir mal jetzt mal kurz. Bis die Hauptspeise fertig ist. Okay. Gib mal den Löffel. Welcher Löffel? War irgendwo ein Löffel dabei? Mhm. Nein, hier ist er. Achso. Mach mal aus. Also es ist sehr flüssig. Aufs Messer. Ich glaube, das... Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Also... Bärig. Zum Rauslöffeln oder was? Wo macht es vom Haupt an? Schmeckt sehr lecker. Nicht zu süß. Ist perfekt, nicht zu süß. Was man halt, man muss ja überlegen, was man in der Situation halt auch braucht. Du musst ja deinen Körper mit allen möglichen versorgen. Hier umrühren. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Ja, okay. Du merkst richtig, wie dann die Bestandteile drin sind. Ja.
Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal getestet habt, ob ihr das EPA noch sehen wollt, also die Ein-Mann-Packung von der Bundeswehr. Der ist jetzt wie gesagt von der US Army. Das ist übel geil. Echt lecker. Hier kocht es noch von. Es ist richtig warm. Krass. Also in der Survival-Situation bist du damit extrem gut aufgestellt. Und ihr müsst ja auch überlegen, wenn es kalt ist und nass ist und dann habt ihr was Warmes zu essen. Damit könnt ihr euch ja auch noch aufwärmen quasi und, keine Ahnung, könnt euer Getränk oder euren Kaffee noch warm machen damit. Könnt es einfach dann quasi den Kaffee und das Wasser und den Creamer hier in diese Tüte verpacken, verschließt es oben und könnt es genauso mit zu dem Essen dazu packen. Und dann hast du deinen Kaffee auch noch warm. Was ich gerade dran denken muss. Woran? Wer ist der Film? Weiß es nicht. Ich gönne mir so lange mal den Cookie. Boah, der ist auch mega massiv. Nimm mal ein Stück. Aha! Und dann mach das drauf. Oder so. Ich gebe noch mal ein Stück ab vom Cookie. Wie mach das? Delicious. Brutal. Er schmeckt halt wie so ein Cookie schmecken, wie man sich's vorstellt. Das schmeckt ja alles schon gut. Ja. Ist echt brutal. Heftig. Richtig lecker. Und das ist Er kommt auf jeden Fall noch weg nachher. Natürlich. Hallo, das ist mein Abendessen. So, was sagt der Timer? 2 Minuten noch. Ich befürchte aber, dass wir es schon vorweg tun können. Probieren wir das mal. Ja, okay. Schmeckt wie so ein Elektrolytengetränk eben schmeckt, nach Orange. Ist positiv, dass es einen Geschmack hat. Aufgrund, wer will schon dreckiges Wasser trinken? Und dafür ist der Geschmack, glaube ich, mega gut. Und um den ganzen Haushalt wieder ein bisschen aufzufüllen. Okay, jetzt gucken wir mal unser Hauptgericht an. Das braucht noch 1,5 Minuten. Nee, das braucht glaube ich keine 1,5 Minuten mehr. Zur Info noch, man kann das Ganze natürlich auch kalt essen. Aber wer will schon sein Abendessen kalt essen? Wenn es heiß geht. Oh, es ist richtig heiß. Unglaublich. Warte, ich will nur eins noch testen. Gib mal das Kaffeepulver. Das würde ich jetzt gerne noch testen, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind. Grüner? Das hier, ja. Sag mal, das ist was. Ah, genau, hier steht auch drauf, wie das MRE. Kann man das dann damit rein verpacken? Ich packe mal zuerst das Wasser rein. Also man könnte es jetzt noch voller machen, da geht noch fast noch mal so viel rein, das brauchen wir jetzt nicht machen. Genau. Ist der Creamer nicht? Ja, nee, machst du nachher drauf. Das riecht auch schon direkt nach, ach, du musst die Luft rausdrücken. Absolut genial. Also können wir das quasi, wenn du in so einer Situation bist, ist das... Jetzt wäre der Timer fertig. Jetzt packen wir das quasi wieder direkt so hin. Und können das quasi Kaffee warm werden lassen. Ey, es ist das, brutal. Das ist total das Festmahlen. Ja, oh, das Scheiß. Ist echt heftig. Hier, das ist richtig warm. Mach das doch oben auch. Am besten, ne? Ne, das ist gedacht so. Du kannst auch direkt hier raus essen. Das ist wahrscheinlich der Deal. Wir lernen das aber, glaube ich, jetzt mal auf. Dass ihr das besser seht. Es ist krass. Boah, es riecht schon. Es ist ja ein Festessen. Ach du Scheiße, oha. Es wäre schief gegangen.
Oha. Ach du Scheiße. Okay. Ein Festessen, würde ich sagen. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Italian Bread übrig. Also Tagesration in der Form, dass du in der Packung insgesamt, sieht man so, dass du dann insgesamt in etwa deine 2000 Kalorien hast. Ja, halt, um einen Tag abzudecken, quasi mit Ernährung komplett von A bis Z. Also wahrscheinlich schon, aber aufs Minimum beschränkt, oder? Nee, glaube ich nicht mal. Wir können jetzt noch genau gucken, was an Kalorien überall drin war, aber ich denke eher, es ist höher gesetzt. Weil in der Überlebenssituation brauchst du ja eher mehr. Mhm. Bewegst dich auch viel. Also ich denke, wie gesagt, für eine Person. Aber klar, du wirst jetzt nicht, keine Ahnung, morgens, mittags, abends, hast halt immer eine Kleinigkeit. Aber der Cookie wird jetzt mit Sicherheit nicht so gemacht sein, dass er für Diäten geeignet ist, sondern eher vollgeknallt mit Kohlenhydraten und alles, was du eben brauchst. Hier wird viel Fett drin sein und Fleisch, Proteine. Die Soße merkst du auch gleich. Aber es schmeckt mega. Also es schmeckt, wie wenn du dir abends ein Essen zubereitest. Es ist abartig. Gut, man schmeckt, dass es ein Fertigessen ist, aber für ein Fertigessen ist es gut. Ja. Brutal. Ich meine, es wäre nicht so, dass man heutzutage nicht schon Essen, Fertigessen gewohnt ist. Ja. Also schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Hier gibt es noch andere Menüs. Wenn ihr noch wollt, dass wir noch andere Menüs testen, dann gebt auf jeden Fall auch einen dicken Daumen hoch. EPA werden wir vielleicht wahrscheinlich noch testen, wenn ihr das sehen wollt. Also das Deutsche eben, der deutsche Ersatz. Was hast du da bestellt? Weiß nicht mehr. So, was ist denn das hier überhaupt? Salz. Kannst du sogar dein Essen noch nachwürzen. Also ich will jetzt gerade fertig essen, es schmeckt so lecker. Du isst es fertig, wenn du nicht mehr willst. Und den Cookie noch. Und das. Das ist wirklich mein Abendessen. Hammeressen. MRE. Brutal. Brutal komfortabel. Hier ist jetzt der Kaffee quasi drin. Da könnt ihr noch den Creamer reinknallen. Na, hol das mal, machen da rein. Naja, es gibt jetzt zu arge Sauerei. Er schmeckt wie so Anrührkaffee. Also hast du einen warmen Kaffee. Du hast ein warmes Essen. Jetzt ist, glaube ich, aufgebraucht. Jetzt ist der Effekt weg. Ja. Brutal. Und das alles in einer Verpackung. Für 20 Stark. Euro. Für 20 Euro, ja. Dann hat es noch ein Moist Towel, eine Serviette, Klopapier. Und zu guter Letzt. Kaugummi. Wir wollen ja nicht aus dem Mund stinken. Der so schmeckt, wie man sich erwartet. Daumen hoch für die MAE, muss ich sagen. Bin sehr beeindruckt. Ist der Creamer. Muss ich bald machen? Nee. Gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.